Verfahrensunterlagen, die Graceswalter. Mein Stichwort. Seid ihr in einem Stall aufgewachsen? Die Strahlung kommt doch rein. Achtung! Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Ich wiederhole, nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Leskovich, ich kann dich aufsammeln. Steig irgendwo hoch und gib ein Signal. Leskovich, ich seh dich. Bin gleich da. Wir sind ein gutes Team. Du und ich. Ach, Scheiße. Meine Birne dröhnt. Komm, hilf mir hoch. Okay. Geht's wieder? Ja, wird schon. Muss mich nur ausruhen. Okay. Hey, Seth! Schauen Sie mal. Ich habe hier ein paar frische Regime-Kampfroboter für Sie. Prima Gelegenheit für echt wichtige Wissenschaft und Forschung und so weiter. Hey! Hä? Oh, Shoshana, schau mal, wer hier ist. Therese Blaskovich. Was haben Sie mit mir gemacht, Junge? Was haben Sie? Ich bin so in dieses Artefakt vertieft, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben. Vertieft und wütend. Die Dati-Shoot-Ingenieure nannten es den Gottesschlüssel. Ein Begriff, den nur ein totaler Vollidiot ohne nachzudenken akzeptieren würde. Erstmal ist es gar kein Schlüssel. Also ich sehe hier keinen Schlüssel. Aber viel wichtiger... Ich kann den eigentlichen Zweck überhaupt nicht entschlüsseln. Das macht mich rasend. In Ordnung.
Wer ist das? Ich brauche Ihre Hilfe. Oh, William, ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen. Aber wir sind fast in New Orleans. Hoffentlich ist es nicht.
Alles gut, Captain? Die Berichte sind höchst beunruhigend. Das Regime bringt alle um. Grace? Still, Vollpfosten. Wenn Abby aufwacht, breche ich ihm das Genick. Hier sind die New Orleans-Unterlagen. Tut mir leid. Hat einfach ewig gedauert, bis sie einschlief. Okay, los geht's. Die Ministerin der öffentlichen Sicherheit, General Engel, will Amerikas Straßen von, Zitat, allen kriminellen und terroristischen Elementen befreien. Der Terroranschlag auf Roswell war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Wir sind nicht so sicher, wie wir dachten. Später reden wir mit Hardy Linde höchstpersönlich über ihr neuestes Filmprojekt. Die teuerste Produktion der Kinogeschichte. Die Jagd auf und Gefangennahme von Terror Billy. Wir stellen der Regisseurin die wichtigste aller Fragen. Wer spielt Terror Billy? Kann ein Schauspieler das reine Böse eines der größten Massenmörder der Geschichte darstellen? Zentrale, 5 Minuten. Meine Brüder und Schwestern, seit geraumer Zeit höre ich jetzt von diesem Widerstandsführer namens... Horton. Tut mir leid, das Scheißteil muss noch kalibriert werden. Aha. Horton. Er und seine Leute haben sich in der New Orleans-Zone verschanzt. Aber der Mann hat wichtige Verbindungen zu den übrigen Resten des Widerstands, Blaskovich. Sie müssen da rein und ihn für unsere Sache gewinnen, okay? Egal. Das wird jedenfalls nicht einfach. Das Regime hat eine riesige Scheißmauer um ganz New Orleans errichtet. Mit schwer bewaffneten Wachturm. Und die Küste ist komplett vermint. Da kommt das U-Boot nicht durch. Aber wissen Sie was? Drauf geschissen. Denn wir haben was anderes. Tut mir leid. Brauchten Sie das Boot? Ja, Sie Scheißer. Anja. Wen soll ich abknallen, Grace? Sie und Fergus dringen in den östlichen Wachturm in Lake Bourne ein. Entschärfen Sie die Minen im Kanal zum Lake Poncher Train. Dann steuern wir dieses Boot in die Stadt und holen alle Überlebenden an Bord. New Orleans zählt auf uns, meine Brüder und Schwestern. Blaskovich, Sie müssen unbedingt auf die andere Seite der Mauer. Suchen Sie nach irgendeiner Öffnung, durch die Sie ins Innere kommen können. Hey, Blasko, ich konnte noch keinen einzigen verdammten Zivilisten ausmachen. Dafür aber jede Menge Regimesoldaten. Ich hoffe, Sie haben mehr Glück. Fergus, Ende.
bei einem Einsatz dabei. Nein, aber ich bin mir sicher, ich werde da jetzt ziemlich gut. Blaskovic, zum alten American Bank Gebäude. Dort haben sich Horton und seine Leute verschanzt. Finden Sie sie. Gewinnen Sie sie für unsere Sache. Die American Bank. Als wäre der Dollar noch was wert.
Ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen. Aber die Verantwortlichen bestrafen. Durch dieses Gebäude. Gefangene, heute ist Inspektionstag. Lassen Sie sich nicht durch die Patrouillen beunruhigen. Dies ist ein normaler Vorgang, mit dem das Gesundheitsministerium Ihre Sicherheit gewährleistet. Folgen Sie den Anweisungen der Inspekteure, dann erhalten Sie Nahrung und Wasser. Schönen Tag noch. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten.